Hallöchen, Freunde des gepflegten Star Wars Spiels. Es hat jetzt einen Monat gedauert. Ja, soll ich sagen, hatte wenig Lust bzw. Auch wenig Zeit. Also eine Kombination. Und ich habe gesagt, ich mache das hier nur, wenn ich Bock habe. Tatsächlich. Und ja, ich hatte jetzt die letzten Tage schon Bock, kam aber zeitlich nicht dazu. Und deshalb ging es jetzt doch etwas länger. Einheimische nähern sich. Wir sind auf Felucia. Ich habe ein bisschen gelevelt. Ich weiß nicht, ob das Spiel rockelt oder ob... What the fuck? Die Felucianer sind organisierter und mächtiger als die imperialen Aufzeichnungen vermuten. What the fuck, was geht denn da jetzt für ein Film? Dahinter steckt ein Jedi. Oh lol. Echt jetzt? Oh, guck mal. Ich habe ein bisschen gelevelt, das zeige ich gleich. Sind die jetzt? Ach Moment, ich muss wieder die gute Kamera reinmachen. ich habe jetzt übrigens, beschwere mich immer ein Rocket Dick über die Kamera. Ich habe immer nach der perfekten Kamera gegoogelt und schon ging's. Hier Kamera. Vibration bräuchte ich. Ach nee. Zielerfassung ein. Hey. Moment, was? Egal. Ja, ich zeig euch gleich ein bisschen, wie ich gelevelt habe. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt, wie ich das mit der Kamera mache. Ich habe jetzt einen Monat nicht mehr gespielt. Weil das ja nicht ganz korrekt ist. Aua. So. Schauen wir uns in den falschen Knopf. Das lerne ich echt nie. Ich habe die anderen Level noch ein bisschen durchgemacht, um diese Engramme zu sammeln. Ich weiß auch jetzt tatsächlich nicht zu 100%, was ich gelevelt habe, aber hier habe ich auf jeden Fall was rein investiert. Machtblitze haben wir zum Beispiel voll. Machttalente habe ich ein paar noch gefokust, das sind unsere Eigenschaften, wie man so möchte. Machtkombos habe ich eventuell das ein oder andere genommen, aber fragt mich nicht. Ist lange her. So, was kann ich denn da machen? Ah, genau, ich weiß jetzt, wo sind die Missionsziele. Ich zerstöre 4 Rancors. Ah, sind das die Fetten da, oder? Ah. Okay. Da. Ja, genau. Hä, was mein ich? Lol. Hä, ich habe jetzt nicht ganz verstanden, was ich mit dem Ding machen soll. Moment, was war nochmal Machtblitze? Ach. Ach ja, ja, ich habe jetzt auf jeden Fall vor, das Ding regelmäßiger zu spielen. Ich habe jetzt, es kommt auch heute leider später, also das ist der Veröffentlichungstag, weil ich Schlacht um Mittelerde 2 vorbereitet habe. Weil wir heute Abend mit ein paar Freunden spielen Schlacht um Mittelerde 2. Das ist ja schon ein bisschen älter, jetzt muss ich das alles wieder einstellen. Okay, lass mich raten, wir müssen da hoch. What the fuck? Ah ne, können wir da mal? Danke. Ah, oh, lol. Also ich weiß jetzt immer noch nicht, wie man abwehrt. Hier wird jetzt, wie gesagt, die ganzen anderen Level nochmal gespielt. Hä, lol. Mann, das ist ohne Spaß die beschissenste Kamera der Welt. Ich meine, ich bin jetzt gelevelt, ihr müsst euch vorstellen, ich hab einfach meine Punkte erhöht und trotzdem voll ins Gesicht von den Idioten. Ich habe jetzt aber auch vergessen, wie man... Ich bin so mega scheiße in dem Spiel, jetzt nach einem Monat. Ich dachte, in den anderen Let's Playern ist das irgendwann ein Witz. Dass man einfach mega reinsackt. Ich muss ja kurz die Steuerung angucken. Ja, wow. Ah, hier. Machtgriff, Zielerfassung, okay. Blocken. Machtsprint. Machtblitz, Machtschublicht, Schwertsprung. Okay. Also ist das hier die Zielerfassung. Ah, jetzt weiß ich, wie das läuft. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay.
Okay. Ich kann das von der Pflanze nicht dodgen, oder? Nee. Das ist kacke. Ja, aber in der Zeit, wo ich zum Beispiel nicht gespielt... Oh Mann, ey, das ist so ein Fick! Mich diese scheiß Level schon wieder aufregt. Ich bin ein fucking Schüler von... Ja, komm, ich reg mich da einfach nicht mehr auf. Ich habe in der Zeit, wo ich nichts aufgenommen habe, aber trotzdem an Sachen gearbeitet. Das heißt, mal ganz kurz gucken, es gab irgendwas Cooles. Das heißt, ich habe soundtechnisch hoffentlich was verbessert. Zumindest habe ich mir jetzt so einen Popschutz, der keinen... Moment. Geht das nochmal? Nein! Oh, flieg doch nicht da runter, Junge. Wie ging das nochmal? Ich hab vergessen, wie dieser Blitzschlag ging. Nochmal nachgucken. Ich habe unter anderem ein bisschen Streaming angerichtet. Aber es mich interessiert hat. Und vielleicht da auch mal in naher Zukunft mal was kommen könnte. Hier ist Sith Blitzschlag, ja, den kennen wir schon. Ah, XXY, genau, das ist das, was ich meinte. Ja, auf jeden Fall habe ich das ein bisschen eingerichtet, auch die letzten Tage. Einfach just for the lols. Aber vielleicht streamen wir dann auch mal, deswegen. Falls es wen interessiert, das wird dann eher so eine spontane Geschichte sein. Einfach mal irgendwie in der Beschreibung oder Kanalinfo oder sonst was gucken, da müsste irgendwas verlinkt sein. Was jetzt immer etwas lose formuliert ist, aber tatsächlich weiß ich noch nicht, wo ich es hinpacke. Vielleicht packe ich es auch ans Ende vom Video, also als eine Art Endcard. Die es ja bisher nur bei Overwatch und Counter-Strike gab. So, ich bin wieder oben. Man muss das Ding auch mal positiv sehen. Deine Mutter, Alter, die Hurenpflanze. Der da hinten, der geht mir so auf den Piss. Nee, Kollege. Wir beide haben jetzt ein Treffen. Achso, dann müsstest du mal wieder lösen. Das ist ja... Ja, das andere ist... Ja, genau, das war das, was ich die ganze Zeit machen wollte. Schönes Ding. Ja, das Problem ist jetzt halt, das ist absolut dumm, das Spiel. Also entweder ich muss das halten, dieses Gegner anfeiern, oder ich muss es nach jedem Gegner wieder wegmachen, was ja ungefähr genauso dämlich ist. So. Naja. Aber in Rocket League hatte ich dasselbe Problem, da habe ich jetzt dann gegoogelt, wie man die Kamera, also die ganzen Profispieler ihre Kamera haben. Und das hat mir tatsächlich mega geholfen. Also wenn noch wer da irgendwie Probleme hat, googelt mal Rocket League Pro Camera Settings oder so. Da gibt es eine relativ gute Hilfe. Zumindest ich komme damit jetzt besser klar. Es ist nicht optimal. Natürlich falle ich runter, wenn ich auf den Ball. Man merkt halt, dass es alte Spiele sind. Und das ist echt nicht positiv gemeint. Oh Mann. So. Na. Wie die alle haben. So, Ausstieg. Ich glaube, damit kann ich eh noch nichts machen. Ne, auf jeden Fall bin ich halt die anderen Level durchgegangen, habe mir die Bonusziele noch gemacht. Ich habe nur, glaube ich, im letzten habe ich nicht alles gefunden. Da habe ich jetzt dann auch den Lichtschwertkristall her. Also es war, glaube ich, auch, das war auch direkt nach der letzten Aufnahme, wo ich halt noch Bock hatte zu spielen, aber halt nicht aufzunehmen. Das war halt irgendwie abends, weil ich was geguckt habe. Das war übrigens mein E-Mail-Postfach, falls ihr das gerade gehört habt. Das tut mir leid, ich dachte, ich hätte es ausgemacht. Mann. Wie breche ich denn noch mal die Defense von den okay. Er wird also... Ja, lol. Oh Mann, Alter. Es macht jetzt schon minus 80 Spaß, das Level, wirklich. So.
Ich will halt diese ganzen Dinger einsammeln. Ich habe jetzt aber auch keine Lust, 80 Jahre durch das Level zu rennen. Und wir kriegen von Shakti wahrscheinlich eh hart ins Gesicht. Aber bisher sieht ja alles gut aus. So. Ach ja, ich weiß übrigens noch nicht, wie lang das hier wird. Ich guck jetzt mal, ich sehe gerade, es läuft jetzt 10 Minuten, 12 die Aufnahme, weil ich ja davor etwas anderes, beziehungsweise ich ja erst immer starte und dann erst ins Ding gehe. So. Den möchte ich allerdings gerne haben. Ah, verarscht, Lappen. So, ich guck gerade, ob noch wo so Dinger sind. Also ich guck das kann Spaß nicht in der Komplettlösung nach, wo die sind. Also ich habe die in den Leveln schön akribisch selbst gesammelt und gemerkt, wie viele ich verpasst habe, weswegen ich wahrscheinlich auch so kacke war im letzten Endgang. Und ich weiß halt immer noch nicht, wie man die Scheiße dodgt. Ich könnte höchstens, oh Moment, so vielleicht. Habe ich das schon versucht? Das wäre natürlich jetzt eine Innovation, ey. Ja, ich weiß auch schon, was wir danach spielen. Also ich habe ja gesagt, vielleicht den zweiten Teil, muss ich nur gucken. Aber ich habe jetzt zum Beispiel in der Zwischenzeit schon Arise, Son of Rome's mir angeschaut. Und auch das Spiel Murder Two Souls. Diese Fremden sind vielleicht gut ausgebildet, aber wenn ihr den Anführer jeder Gruppe ausmacht und erledigt, könnt ihr vielleicht den Rest demoralisieren. Ja, genau, jetzt buffen sie sich noch, oder was? Okay, ja, hallo. Okay. Ich bin gerade massivst angepisst, weil ich den Typen nicht angefokust bekomme. So. Leute, der hat sich einfach nur dumm gebufft, der kann nicht alle drei umknüppeln, ey. Ich glaube, wenn man den Trick raus hat, ist. Die sind ja nicht stark, das ist nur dieses scheiß Block, um dann auch noch die Pflanze schießen, ey. Ich bin übrigens mal gespannt, wie groß dieses Level ist, aber wenn ich da sowas höre wie Töte 4 Ranker, dann bin ich ehrlich gesagt etwas besorgt. Aber ich finde es gut, dass man das nicht auf dem Radar sieht oder so, und dass die da immer so schön versteckt sind. Dass mein Held auch gerade nicht das macht, was ich sage. Ich drücke mir nicht schon seit 3 Jahren X. Ach Gott, das sind wieder so gebuffte Huan-Kinder. Ist das der Rote? Ne, ist ein gebuffter. Und das ist. Das sagt doch, boah, ist wirklich die Kamera. Ja, jetzt bewegt der kleine Nuttenbengel sich noch. Das ist doch so ein Witz, wirklich, mit dieser scheiß. Nockenkamera, Mann. Nochmal, ich bin scheiß Entwickler, ich krieg die Kamera nicht richtig hin. Ja, genau, der ist unverwundbar, oder was? Ja, ich kann mich teleportieren, Mama. Deine kleiner Bastard. Sicher, ich bin echt sauer. Du musst der andere Rote, ja. So, gebufft am Arsch, ihr Nutten. Ja klar, er dodgt aber auch alles. Weißt du, ich bin, fuck, ich hab ein Lichtschwert, Digga. Ich hab ein Lichtschwert, du hast eine Pflanzenkeule. Ich komme durch Stahltüren, aber ja, block das doch einfach. Wer kennt es nicht? Als Obi-Wan mit einem Stock besiegt wurde. Oh, ja, deine Mutter, Alter. Ich weiß, dass ich. Es macht halt keinen Sinn, sorry. Ich weiß natürlich, dass ich es blocken muss, aber das ist halt absolut dumm. Wir haben noch nicht mal die Hälfte von dem Spiel. Ich sag mal ganz ehrlich, wenn mir das Spiel mit der Zeit auf den Sack geht, spielen wir das auch nicht fertig. Also das werde ich so beibehalten. Ich finde das Spiel eigentlich ganz cool, wenn es mit der Kamera nicht wäre. So.
Ja. Wer bist du denn? John Wayne oder was? Ja, gab's den auch in Grelein. Ja, ich kann den natürlich irgendwie abwerfen. Aufzeichnungen zufolge nähern sie sich dem Schauplatz eines gewaltigen Gefechts während der Flucht. Ach, Quatsch. Hey, den brutzle ich einfach. Mir doch Pommes, Alter. So, easy. Deine Mutter ist zu groß, um zu sterben, Alter. Ich muss gerade sagen, jetzt wo die Ahnenschlucht kommt, ist es ein guter Zeitpunkt, um Pause zu machen. Also wir sehen uns wahrscheinlich morgen wieder. Abonniert, um nichts zu verpassen. Gerade, weil es ja nicht jeden Tag irgendwie gerade kommt. Und ja, in dem Sinne, schaut woanders noch vorbei. Vielleicht kommt jetzt ein Endcard, vielleicht auch nicht. Nee, heute nicht. Heute kommt keine. Guckt in die Kanalinfos oder so für den Twitch-Link, falls ihr Bock habt. Und ja, bis zum nächsten Mal.